Was in der letzten Folge von Solo Sailing geschah. Es sollte eigentlich seit Montag schon im Wasser sein. Haut aber alles nicht hin, weil dieser gottverdammte Kran kaputt ist und die Jungs den einfach nicht repariert bekommen. Ich segel allein, ich habe halt einfach keinen Bock, dann hier allein auf dem Trockendock Weihnachten zu verbringen. Weihnachtsgeschenk. Hat geklappt. Es ist Freitagmittag, kurz nach 12. Boot ist voll startklar. Ich bin im Wasser. Action! Ja, wie ist der Plan? 120 Meilen. Schätz mal, 30 Stunden brauche ich. Gucken wir mal, wie meine Vorhersageschätzung ist am Ende. Knall jetzt gleich die Segel hoch. Alles, was geht. Endlich mal wieder segeln mit dem frischen Unterwasserschiff. Ich werde schnell sein wie eine Rakete für Morsa-Verhältnisse. Ah, das wird so geil. Endlich mal wieder segeln. Ja, ich habe jetzt die Segel oben. Mit der Genua mache ich zwar geile 6 Knoten Speed. Aber ich ziehe mir hier konstant den Söllrand durchs Wasser. Die Krängung ist ein bisschen zu krass. Ich glaube, ich muss doch aufs kleinere Segel wechseln. Nachdem draußen jetzt gerade nicht so viel passiert, Morsa fährt schön entspannt jetzt mit 4,5 Knoten Richtung Martinique. Segel sind gut getrimmt. Ich nutze die Zeit jetzt mal, um mein Boot zu zeigen, weil einer der Zuschauer sich gewünscht hat, dass ich doch mal die Morsa von innen zeige, wie so ein Boot in der Größe ausschaut. Genau, dann legen wir mal los, am besten vorne im Boot. Da haben wir vorne die Bugkabine. Wird von Gästen genutzt oder von mir gerade für Gepäck. Und hier oben habe ich meine Segel drin liegen. Und ja, gibt es ein bisschen Schränke. Viel mehr ist es nicht. Für mich ist die auch ein bisschen zu klein. Also ich bin ja einen guten 1,90 Meter groß und würde sagen, die ist so 1,80 Meter, 1,85 Meter lang. Und dann haben wir hier daneben als nächstes direkt die Toilette. Ist wirklich nur ein winziger Raum mit einem Watermaker, den habe ich hier eingebaut, weil das der einzige Platz war, wo ich den irgendwie unterbringen konnte. Und gegenüber der Toilette ist ein Schrank für ein bisschen Klamotten. Und dann kommen wir auch schon in den Salon. Haben wir hier eine Sitzbank, hier eine Eckbank mit Tisch
den nutze ich zu 90% eigentlich zum Arbeiten mit dem Laptop. Unterm Tisch ist ein Taylors Dieselofen, funktioniert ziemlich geil. Brauche ich natürlich hier in der Karibik nicht wirklich. Und dann haben wir hier die Küche mit einem Spirituskocher, Waschbecken und natürlich ein bisschen Stauraum. Gegenüber von der Küche ist hier mein Kühlschrank. Den habe ich selbst gebaut, weil das Boot hatte keinen, aber ohne Kühlschrank geht ja auch nicht. Und ja, ist so aus der Not geboren vom Platz her. Aber erfüllt seinen Zweck und es macht die Getränke und Essen kalt. Und dann kommen wir auch schon zu der Achterkabine, da schlafe ich. Die ist ziemlich cool, weil die ist quer. Nicht wie sonst üblich bei der Bootsgröße, nur so eine schmale Hundekoje. Also das hat die Größe von einem, ja, so dieses französische Bettengröße, würde ich sagen, so 1,40 Meter ungefähr breit. Und hier vorne ist es länger wie hinten, nach hinten wird es ein bisschen schmäler. Aber hier kann ich mit meinen 1,90 super bequem längs drin liegen. Und nach hinten ist dann einfach noch mal ein bisschen Stauraum. Und das war's dann auch schon. Ja, hier ist natürlich noch die Navigationsecke mit dem Schaltpanel für Lichter, alles Mögliche. Hier ist das Navi-System mit AIS angezeigt, Funkgerät, Autoradio. Bild von meiner Nichte. Ja, und dann geht's hier auch schon raus ins Cockpit. Und weil auch mal einer gefragt hatte, ob ich einen Innen- oder Außenborder habe, habe natürlich einen Innenborder, 26 PS Motor, der ist hier unter der Treppe. Ist ziemlich cool, weil ich kann hier vorne das komplette Teil wegnehmen, hier an der Seite den Deckel. Und dann komme ich von drei Seiten mega gut an den Motor ran für Wartungsarbeiten und Ölwechsel und den ganzen Kram. Ja, das war's. Das ist mein Boot und jetzt chill ich erstmal eine Runde. War anstrengender, wie ich gedacht habe, mit den ganzen Segel wechseln. Timer ist gestellt. Ich mache mich mal lang. Bis später. Schneller, Morsa, schneller, fliegt wieder Wind. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass meine Zeiteinschätzung korrekt ist. Hier ist die Bucht, wo ich hin will, und guckt mal auf die Zeit. Ein Tag und 6 Stunden heißt 30 Stunden. Jackpot, Alter. Weihnachten. Set a place at your table for a zombie. Fill a plate for your rotting fellow man. It's really tough to be undead. Help them celebrate instead. At the holidays, it's good to lend a hand. It's a season full of joy and celebration. But for those who struggle with reanimation, it's not toys and dolls and trains, just the endless search for brains. There's nothing fun about zombification. So set a place at your table for a zombie. Fill a plate for your rotting fellow man. It's really tough to be undead. Help them celebrate instead. At the holidays, it's good to lend a hand. You don't
have to buy your zombie friend a present. But if you don't feed him something, he'll resent it. As long as what you serve is fresh, it doesn't have to be human flesh. Try a turkey or a brisket or some fizz. Set a place at your table for a zombie. Fill a plate for your rotting fellow man. It's really tough to be undead, help them celebrate instead. At the holidays, it's good to lend a hand. Sing along, zombies! Very good, very good. Fill a plate for your rotting fellow man. It's really tough to be undead.